Willkommen, meine Damen und Herren, beim öffentlich-rechtlichen Kulturauftrag, dem wir wieder in schöner Vielfalt begegnen. Fritz Schindlecker, der vor 40 Jahren das neue österreichische Kabarett um Lukas Resetaritz und Erwin Steinhauer miterfunden hat, der bringt den historischen Roman Jakob Mustafa. Der erzählt von einem verachteten, endlich aber über seine Peiniger triumphierenden Kriegskind der zweiten Türkenbelagerung. Stefanie Reinsberger ist eine der wenigen fulminanten jungen Österreicherinnen am einschlägig nicht überausgestatteten Burgtheater. Mit zwei Produktionen wird sie beim Berliner Theatertreffen antreten. Der große Architekt Gustav Peichel schließlich zieht sich mit einem Prachtband aus seiner Zweitidentität als Karikaturist zurück. Und das nach 60 Jahren, weil die Politiker keine Gesichter mehr haben. Zu Beginn die Neuerscheinungen. Das letzte Wort. Hanif Kureishi. Erschienen bei S. Fischer. Zu haben um 20,60 Euro. Ein Journalist soll die Biografie eines verglühenden indischstämmigen Literaturstars verfassen. Er verstrickt sich in die Lebenskatastrophen des alten Mannes, der seine erste Frau in den Selbstmord getrieben hat. Und siehe da, die Schande wirkt verjüngend, der Meister wird wieder Kult. Ein schonungsloser Künstlerroman, der von der englischen Kritik als Schlüsselwerk über den Nobelpreisträger Naipaul gelesen wird. Das gibt's in keinem Russenfilm. Thomas Brussig, erschienen bei S. Fischer, zu haben um 20,60 Euro. Weltskeptische Satire eines in der DDR Geborenen. Wie, wenn 1989 die Mauer nicht gefallen wäre. Biermann wird repatriiert, Grass ist Olympiabotschafter und Prophet des ewig geteilten Deutschlands. Auslandsreisen sind erlaubt, nur die Zensur bleibt. Glänzend. Marlene, Alfred Polger. Erschienen bei Schollnai, zu haben um 18,40 Euro. Mitte der 20er Jahre trat die unbekannte Marlene Dietrich in den Wiener Kammerspielen auf. Der Kritiker Alfred Polger zeigte sich fasziniert vom merkwürdigen Antlitz. 1937, kurz bevor er vor den Nazis fliehen muss, schreibt er ein schmales Bändchen über die mittlerweile weltberühmte. Ein achtbares Zeitdokument. Kommt Geister. Daniel Kehlmann. Erschienen bei Rowohlt. Zu haben um 20,60 Euro. Vier Essays von Daniel Kehlmann, vollkommen in ihrer literarischen und literaturwissenschaftlichen Gestalt. Der Bogen spannt sich vom Schweizer Vorrealisten Jeremias Gotthelf zu Peter Alexander, der Symbolfigur des Verdrängens zu Ingeborg Bachmann und dem Mystiker Leo Perutz. Germanistik als künstlerische Disziplin. Die talentierte Miss Highsmith, Joanne Schenker, erschienen bei Diogenes, zu haben um 30,80 Euro. Patricia Highsmith ist die Verfasserin der beängstigendsten psychologischen Kriminalromane der Literaturgeschichte. Ihr endlich eine Biografie zukommen zu lassen, war ein bejubelnswerter Entschluss. Aber so eine? Als hätte die Unsterbliche nichts anderes unternommen, als Damen auf die Matte zu legen, zu traumatisieren und anschließend zu verstoßen. Dünn ist dafür die literarische Analyse dieses lugnerhaft aufdringlichen Werks. So, frohes Schaffen mit Hera Lind und Gitta Sachs. Meine Damen und Herren, Fritz Schindlecker ist, wie viele Spät-68er, Studierter, Sozialhistoriker, Germanist. 1977 hat er für eine Rockgruppe die Texte geschrieben und gesungen. Er hat das österreichische Kabarett der Nachgwaltinger Jahre erfunden. Und er hat jetzt einen historischen Roman mit dem Titel Jakob Mustafa geschrieben. Der Chronist ist ein ehemaliger Landrichter, der die Schrecknisse religiösen Fanatismus und der Ausgrenzung des Fremden zur Warnung der Nachwelt dokumentiert. Fritz, schön, dass du da bist. Schön, dass du mich eingeladen hast. Bitte folge mir. Danke. Und nimm in dieser Ecke Platz. Dankeschön. Hier. Bitte, doch. Gut, danke. Was trinkst du denn? Rotwein, Rivella? Rivella, bitte. Wirklich? Ich muss noch mit dem Auto fahren. Ja.
Das ist eine Aufgabe für einen Kabarettisten. Ja. Das hier. Nämlich nicht das Autofahren, sondern das Rivella trinken. Das Rivella trinken. Na sag, und wie gefällt dir denn das Porträt, das der Oskar Stocker hier von dir gefällt? Also ich habe schon jetzt die ganze Zeit angestarrt, ich bin begeistert. Also ja? Ich habe nicht gewusst, dass du so schön bist, ne? Ja, na, so edle Züge habe ich da fast, ja, finde ich. Ja, im Normalfall ja nicht. Also na, er hat ja, mich sehr geschönt, muss ich sagen. Ja, ja, du, ich danke ihm herzlich. Bei den Hofmalern auch so. Ja, genau. Velázquez. Velázquez hat diese, na, aber der Lippe, war, diese Habsburger Lippe hat er doch sehr realistisch, ja, gemacht. Ja, 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 aber sowas hast du ja nicht. Nein, insofern nicht. Egal. Fritz, da wird ein Besatzungskind, eben aus der Türkenbelagerung, von der Bevölkerung praktisch zum Untermenschen erklärt. Von einem Teil der Bevölkerung. Ein Teil der Bevölkerung, ja, ja, so wie das halt so ist im Leben. Ja. Nicht? Er weist sich aber als wertvoller, als hochbegabter Mensch. Er wird Würdenträger am Hof des Prinzen Eugen. Ist diese Figur authentisch? Diese Figur ist eine Romanfigur, also eine erfundene Figur. Ich habe mich aber bemüht, das historische Umfeld, in der diese Figur agiert, auch das lokale Umfeld, das Dulnerfeld, so gut recherchiert, so gut zu recherchieren, dass ich hoffe, diese Zeit halbwegs in ihrer Grundcharakteristik erwischt zu haben. Solche Schicksale gab es ja wirklich, wenn auch etwas später. Angelo Soliman zum Beispiel, ein schwarzer Sklave, der gefürstet wurde. Genau. 18. Jahrhundert, dann aber ausgestopft, genau, nachdem er gestorben war. Das ist so die Ambivalenz der österreichischen Fremdenfreundlichkeit. Aber ich darf vermuten, dass du mit dieser Figur auch durchaus ein wenig auf gegenwärtige Verhältnisse leuchtest. Ja, natürlich, ich glaube, dass das automatisch so ist, dass jeder Autor etwas von der Zeit, in der er etwas verfasst, natürlich in das mitnimmt, was er in der Geschichte betrachten will. Plakativ sehe ich es insofern nicht. Ich habe lustigerweise, haben mich jetzt zwei Leserinnen jeweils ein sehr nettes Mail geschrieben, wo sie gemeint haben, ich würde mit diesem Roman der Gegenwart den Spiegel entgegenhalten. Das sehe ich nicht so, ehrlich gesagt. Es ist nett, wenn die Damen das so empfinden, aber das ist nicht die grundsätzliche Aufgabe eines Schriftstellers, sozusagen wie ein Lehrer durch Allegorien die Menschen zu erziehen. Das sehe ich mich nicht so. Ich hoffe, es ist eine spannende und auch unterhaltsame Geschichte geworden. Das ist sie zweifellos. Ich zitiere da deinen Chronisten. Möge das hier Aufgezeichnete der gesamten Öffentlichkeit zuvörderst, aber allen Studierenden der Jurisprudenz und so weiter, als mahnendes Beispiel dafür dienen, zu welch grässlichen Übeltaten religiöser Fanatismus führen kann. Kann man diese Attentate von Paris überhaupt, die Terrorattentate der Gegenwart, vergleichen mit dem, was da passiert ist seinerzeit? Also ich glaube, mit den großen Glaubenskriegen, dem 30-jährigen Krieg zum Beispiel, kann man schon aus einem Grund nicht vergleichen. Also, und das wird manchmal ein bisschen unterschlagen, diese Islamisten, eine verschwindende Minderheit in der Gesamtpopulation der Muslime sind. Also das sind einfach in Promillzahlen Fanatiker, die in angeblich aus Glaubensgründen, vielleicht auch tatsächlich aus irregeleiteten Glaubensgründen etwas tun, das allerdings auf gar keinen Fall übertragen werden darf auf die große Masse der Muslime. Ja, selbstverständlich. Naja, jetzt gibt es diese Frage, die auch uns hier beschäftigt hat. Angela Merkel hat gesagt, der Islam gehört zu Deutschland. Der Faymann hat gesagt, Islam gehört, wie er heute ist. Mhm. Jetzt, ich sage das ehrlich, ich bin nicht ganz sicher, ob der Islam zu Österreich gehört. Die Moslems, die ungefähr eine halbe Million, die gehören sehr wohl hier, im Guten wie im Schlechten, so wie jeder andere Bewohner hier. Ja. Aber wir haben uns doch wirklich unter Schmerzen von tausenden Jahren katholischer Gehirnwäsche befreit. Wir haben also die Frauenbewegung auf den Weg gebracht, die sexuelle Revolution. Also die Frauenbewegung haben die Frauen auf den Weg gebracht. Das ist schon richtig. Ja, ja. Wir, ich rege jetzt ohne Binnen-I. Ja. Jetzt, ob das durch eine Hintertür wieder so ein bisschen kommen soll, weiß ich nicht so. Ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich soll das überhaupt nicht kommen. Aber es gibt auch islamische Traditionen und ich habe gerade jetzt nämlich beendet mit dem Regisseur Werner Botte und dem Josef Hart eine Dokumentation über die Mauren in Spanien. Und die Mauren in Spanien haben in großen Maß Anteil daran, dass das Abendland so ein gebildetes, aufgeklärtes geworden ist, wie es dann letztlich auch wirklich geworden ist, weil sie zum Beispiel sehr viel von der griechischen Philosophietradition zu uns gebracht haben. Also der Islam ist aus meiner Sicht, das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen provokant, aber der Islam ist für mich durchaus auch ein Teil abendländischer Tradition, wenn man die spanischen Muslime des von 711 oder 714 bis 1492 da mit berücksichtigt, was man ja wohl muss.
Jetzt hat mir der Gerhard Roth, der ein guter Freund von mir ist, der große linke Schriftsteller Gerhard Roth, mit Empörung zum Beispiel versuche, Kruzifixe aus Klassenzimmern zu nehmen oder den Nicolo nicht mehr in den Kindergarten zu lassen. Er sagt, die hiesige Tradition gründet auf griechischen, jüdischen und christlichen Wurzeln, auf sonst keinen. Und das habe man auch als nicht religiöser Mensch, der er ist, der ich bin, zu respektieren. Was meinst du? Grundsätzlich, ich will jetzt nicht mich da wahnsinnig äußern dazu, wie weit man jetzt den Nikolaus unbedingt verteidigen muss oder den Nikolaus nur verteidigen sollte, wenn man den Krampus auch mitverteidigt. Also das lasse ich jetzt einmal beiseite. Aber prinzipiell denke ich schon, dass in dieser Definition natürlich die Aufklärung fehlt, aus meiner Sicht. Also wir sind in einer jüdisch-christlichen aufklärerischen Tradition. Und dazu gehört aus meiner Sicht auch eine klare Trennung zwischen Kirche und Religion auf der einen und Staat auf der anderen Seite. Also so gesehen kann ich das nicht so unterschreiben. Ich wäre schon eher dafür, dass man die Glaubenszeichen wie auch die Kruzifixe aus den Klassenzimmern durchaus rausnimmt. Jetzt bist du praktisch der Miterzeuger des neuen österreichischen Kabarets. No, schon in gewisser Weise. Mit Lukas, mit Erwin. Ja. Das war schon ein wirklich bedeutender Schritt. War es damals eigentlich einfacher? Schreibst du noch Kabarett? Ich schreibe noch ein bisschen Kabarett, ja, genau. Ich arbeite jetzt gerade zusammen wieder mit dem Lukas, wobei ich da jetzt eine Konsulentenfunktion habe, weil die Kathi, seine Tochter, in erster Linie mit ihm die Sachen schreibt. So. Ich bin so dramaturgischer Berater. Aber ich mache jetzt aufgrund dieser Prosa-Tradition meines Romans, hat sich da etwas ergeben, was mich recht interessiert, nämlich mit dem Erwin Steinhauer, den ich mit dem ich auch noch ganz gut befreundet bin, aus unserer früheren gemeinsamen Tätigkeit. Zeit heraus, schreibe ich jetzt einen Kurzgeschichtenband über die 50er, 60er und 70er Jahre, also unsere Kindheit und Jugend, die wir nicht miteinander verbracht haben, aber beide in Österreich, ich auf dem Land, eher in der Großstadt Wien. Jetzt war es nicht früher einfach ergiebiger, Kabarett zu schreiben? Weißt du, wenn man denkt, dass mit Lesungen aus den geheimen Abhörprotokollen des Maischberger, dass da unsterbliche, also Preziosen wie Was war meine Leistung oder sowas, da bin ich super nackt oder so etwas, das ist ja fast nicht zu übertreffen. Das ist richtig. Ja. Ich muss allerdings sagen, dass es also blödsinnige Äußerungen von Politikern hat es immer gegeben. Das soll jetzt den Maischberger nicht verteidigen, das muss ich auch dazu sagen. Aber prinzipiell hat es immer gegeben. Qualität, nein, auch nicht. Nein. Also, das ist sicher so diese Grundfrage, wo man meine Leistung ist, hat ja was Existenzielles. Großartig. Das ist schon richtig, ja. Keine Frage. Ich muss sagen, ich für meine Person und auch die meisten Leute, für die ich geschrieben habe, haben ganz selten so direkte Politiker-Parodien oder was gemacht. Mhm. Also es ist uns eigentlich immer mehr um Strukturen gegangen und da kann man immer noch sehr, sehr viel durch den Kakao ziehen. Zumal das ja meistens Leute sind, die einem vorher durch denselbigen gezogen haben. Ah. Und das sind nicht Politiker allein, sondern das sind einfach die unterschiedlichsten Menschen. Auf das kommen wir noch, wenn der Gustav Peichel da ist, weil der hat aufgehört zu zeichnen, weil er sagt, diese Gfrieser sind nicht mehr abbildbar, die sind so verwechselbar. Ich habe das Buch zu Weihnachten geschenkt bekommen, das Buch von Gustav Peichel. Und für mich ist es schon aus dem Grund interessant, weil es praktisch, also ich bin jetzt 61 und er hat 60 Jahre lang gezeichnet, also ich sehe hier auch einen Karikaturspiegel meiner eigenen Existenz. Bleib bei mir bitte, ich hol den nächsten Gast. Und bitte menge dich ins Gespräch, ja? Wenn du so nett bist. Meine Damen und Herren, Stefanie Reinsberger ist 27, ist glücklich am Burgtheater eingetroffen, wohin es andere nur nach langen Ochsentouren durch provinzielle Biotope schaffen. Sie ist für das pralle Authentische, das sie als Polizistin in Braunschlag verkörpert hat, genauso begabt wie für das Vertrackte. Derzeit zum Beispiel in Wolfram Lotz die lächerliche Finsternis und in Ewart Palmetshofer die Unverheiratete am Burgtheater. Ein Verhör zu Beginn. Im literarischen Verhör, Stefanie Reinsberger. Frau Reinsberger, was dachten denn Ihre Klassenkameraden mit 17 über Sie? Die sind ein bisschen komisch. Weil? Weil ich an einer Handelsakademie war, in der Schule, und in jeder freien Minute Theater gespielt habe und immer auf die Bühne wollte. Und wir haben aber so Management- und Betriebswirtschaftslehre gehabt. Also ich glaube, das fanden ja einige ein bisschen merkwürdig, aber nicht ungut. Es war halt nur ein bisschen suspekt. Film oder Theater, was ist das denn bei Ihnen? Naja, im besten Fall beides. Aber wenn ich mich so entscheiden müsste, ist es dann
Ja, ich glaube schon Theater im Moment. Ändert sich vielleicht auch wieder. Stockholm, Istanbul, Berlin. Ich würde Ihnen ein Ticket schenken. Wohin würde es gehen? Jetzt gerade Berlin. Würden Sie sich öffentlich über politische Themen äußern? Es kommt darauf an, zu welchen und wie sehr ich dazu wirklich eine Haltung beziehen kann, weil ich darüber informiert bin. Fühlen Sie sich im Leben oder auf der Bühne begrenzter? Im Leben. Was tun Sie gegen Lampenfieber? Gar nichts. Das ist ganz toll, wenn man das hat. Ich finde es eher merkwürdig von der Vorstellung, wenn ich nicht aufgeregt bin oder sowas. Nein, das ist toll. Sehr viel aufs Klo gehen tatsächlich. Und wann ist es weg? Meistens erst nach der Vorstellung. Romantischer Abend oder Mädelsabend? Wo fühlen Sie sich mehr daheim? Das kommt drauf an. Ich würde jetzt nicht immer die Mädels der Romantik vorziehen, aber auch nicht umgekehrt. Wofür sind Sie Ihren Eltern dankbar? Für ihr Vertrauen. Haben Sie sie immer bestärkt in Ihrem Weg? Immer. Immer und ununterbrochen. Und das gibt mir so viel Kraft, das ist unfassbar. Und ich glaube, ich wäre auch nicht da, wo ich jetzt bin und der Mensch, der ich jetzt bin, ohne diesen Zuspruch von zu Hause. Worüber können Sie lachen? Über meine Freunde und tatsächlich auch über mich. Jetzt können Sie hoffentlich auch viel lachen bei Heinz auf der Couch. Vielen Dankeschön. Dank. Danke. Willkommen, wie schön, dass Sie da sind. Was darfst du zu trinken sein? Rotwein oder Rivella? Rivella gerne. Wirklich? Ja. Waren Sie in der Schweiz einmal? Nein, aber ich habe ein paar Schweizer Freunde, von denen ich das kenne. Und trotzdem nehmen Sie es. Das ist hochherzig, wirklich hochherzig, wie es einer Künstlerin an den Extremen eben zu ergehen hat. Sagen Sie, Kompliment jetzt, gell? Zwei Produktionen gleich zum Berliner Theatertreffen. Schafft das nicht ein bisschen Bammel? Oder Sie scheinen mir ja nicht im engeren Sinn der ängstliche Typ zu sein. Doch, doch. Doch, oh Jesus. Ja, Bammel, also es schafft schon auch viel Druck, weil irgendwie man dann so das Gefühl hat, da herrscht jetzt so eine gewisse Erwartungshaltung, die man ja auch erfüllen möchte. Und ja, muss schon, oder ich merke so, ich muss schon so schauen, dass ich so bei mir bleibe und so. Aber ja, erstmal ist es eine ganz, ganz große Freude. Aber ja, ich glaube es dann, wenn ich dann dort stehe. Eben, ich wüsste nämlich gar nicht, wer zuletzt mit zwei Produktionen in Berlin, nicht einmal der Voss oder sowas in Legendären. Bibiana Beglau. Bibiana Beglau. Ah ja, na ja, bitte, also immerhin. Gibt es eigentlich diesen Mythos Burgtheater noch nach dem ganzen Wirbel, den es hier ja gegeben hat? Früher war das ja sozusagen der Traum, dass etwas erreichbar ist. Das bei Ihnen? Sie haben ja mal gesagt, mit 14 wollten Sie dort schon hin. Wie war denn das? Ja, ich bin immer sehr viel ins Theater gegangen, auch mit meinen Eltern. Und das war schon, klar, irgendwie so ein Ideal zu sagen, okay, klar, wenn man dort dann steht, dann hat man es irgendwie geschafft. Aber jetzt auch so, wenn man dann in diesen Beruf kommt und den macht, habe ich schon gemerkt, dass sich das bei mir sehr verändert hat, so die Einstellung dazu. Und in Wien finde ich schon, dass man so das Gefühl hat, okay, das herrscht noch vor, so dieser Mythos und diese unglaublich liebenden Zuschauer, die dieses Haus jeden Abend füllen. Aber ich habe gemerkt, für mich geht es mittlerweile mehr einfach um die Menschen, mit denen ich arbeiten kann und dass das gar nicht mehr so mit einem bestimmten Haus dann verhaftet ist. Fritz, jetzt hast du seinerzeit die Großen, die Couplets geschrieben, die Nestor-Couplets geschrieben für einen Franz, also für Morak, für Mulia, für einen Hakel, für einen Meyer. Kann man, beim Benning war das, ja. Bei Benning, genau. Ära Benning. Kann man Nestroy, kann ein Nicht-Österreicher Nestroy spielen? Ich denke schon, dass ein Nicht-Österreicher Nestroy spielen kann. Grundsätzlich natürlich, warum nicht? Ich denke, es können auch zum Teil Nicht-Österreicher Nestroy-Couplets schreiben, denke ich. Also jetzt fällt mir kein ein, aber es wird schon gehen. Na, muss der ein österreichisches Idiom zu imitieren versuchen, was ja schrecklich peinlich werden kann, nicht? Oder geht es anders auch? Ich weiß nicht genau, also es gibt großartige Schauspieler, die das einfach können. Also die kennen einfach derartig viele Dialekte oder Slangs, sage ich jetzt einmal, dass das funktionieren kann. Also ich bin nicht der Meinung, dass jetzt man unbedingt in Otterkring auf die Welt gekommen sein muss, um Nestor zu spielen. Ja, bei Blumpazi im Burgtheater, wenn ich mir da die Wirtshausszene anfange, wo irgendwelche seltsamen Gesellen schreien, Zicke, Zacke, Tassen hoch oder sowas, das scheint mir eine Spur. Das wäre dann eine kühne Bearbeitung, da gebe ich dir recht. Das würde mir auch nicht wahnsinnig gefallen. Durch das reale, faktische ist die Bearbeitung entstanden. Liebe Frau Reinsberger,
Sie sind ja ein Beispiel geglückter Integration. Sie sind Niederösterreicherin, auch in Wien. Sind in London aufgewachsen, wenn ich das richtig, haben in Deutschland, in Düsseldorf, ist das richtig, begonnen, sind jetzt hier. Gibt es sowas wie einen Heimatbegriff für Sie? Haben Sie in irgendeinem dieser Länder sowas wie ein patriotisches Restempfinden? Heimat ist, das ist aber auch mit diesem Beruf für mich verbunden, dadurch, dass man ja nicht so langfristig planen kann, wo man wann sein wird. Und mir das als Kind auch immer schon so erging, weil wir sehr viel umgezogen sind. Das ist für mich da, wo Menschen sind, die ich liebe, wo ich mich aufgehoben fühle. Und das ist jetzt für mich nicht zwangsläufig mit einer Stadt oder einem Ort verbunden. Und war in Düsseldorf auf jeden Fall in den 3 Jahren, die ich da war, dieses Haus und die Leute, mit denen ich dort war, das war für mich zu Hause. Stimmt es, dass Sie auch in Serbien waren eine Zeit lang? Ich habe kurz in Belgrad auch gelebt. Ja. Warum? Weil meine Eltern damals früher beide im Außenministerium angestellt waren. Mhm. Und genau, wir dann eine Zeit lang dort waren. Und war das schön dort? Das war wirklich so die ersten Jahre meines Lebens. Ich kann mich nur erinnern, meine Eltern waren ein bisschen verzweifelt, weil meine ersten Worte alle serbokroatisch waren. Okay. Und nicht Mama oder Wissen sowas. Wissen Sie noch was auf serbokroatisch? Grotka war mein erstes Wort. Was heißt denn das? Karotte. Ach so, warum auch immer. Ja, war wunderbar. Und ich kann mich nur an sehr, sehr viel Beton erinnern. Mhm. Und weil ich ein sehr aktives Kind war und sehr gerne sehr viel geschrien habe, war das immer für meine Eltern sehr anstrengend, weil sie ein sehr kinderliebendes Land sind. Und wenn man dein Kind auf der Straße irgendwie nur so ein bisschen härter angesprochen hat oder sowas, wir haben gleich irgendwie immer alle geschaut. Ja, bei uns schaut man eher, wenn man das Kind nicht auf der Straße heftig anschreit. Ne? Wie ist es mit dem Abhandenkommen des österreichischen Idioms? Nicht auf der Bühne, allgemein. Mir hat auch in irgend so ein RTL2-Kauderwelsch geraten. Kinderbücher haben diesen Ton, diesen guten nicht mehr. Was ist denn damit? Was sagst du da dazu? Also erstens einmal, das österreichische Idiom an sich gibt es ja nicht. Es gibt ja diese verschiedenen Dialekte und wir reden meistens vom ostösterreichischen Slang-Idiom, das natürlich wir auch perfekt beherrschen, wir Niederösterreicher, muss man dazu sagen. Die RTLisierung der Sprache ist tatsächlich etwas, was uns natürlich alle ein bisschen mit Sorge erfüllt. Aus dem einfachen Grund, weil damit unglaublich viel Individualität verloren geht. Das betrifft aber, glaube ich, auch sehr viele, in Deutschland sehr viele Jargons, Slangs, Dialekte. Ja. Aber das ist eine Entwicklung, ich weiß nicht, ob das eine Entwicklung ist, die sozusagen immer jetzt in diese Richtung massiv weitergehen wird und am Schluss reden alle nur mehr so. Ach, guck mal, oder so. Das glaube ich nicht. Also, Lecker ist ein furchtbares Wort. Ist auch ein grausliches Wort, ja, obwohl ich Schindlecker heiße. Gell? Das ist nicht, ja. Aber, was ich lustig finde, ich bin jetzt 61 und wie ich jung war und es hat jemand Tschüss gesagt, aber gesagt, das ist ein Biffke. Ne? Und heute sagen alle Tschüss zum Beispiel. Ja, ne? Ja. So, Sie sagen auch Tschüss, nehme ich an. Ja. Und warum auch nicht? Also manchmal schon noch Papa, aber... Ja. Papa ist doch irgendwie charmanter, nicht? Aber ja, ich finde, aber es kommt halt darauf an, wo man ist. Also ich finde so, wenn ich in Deutschland bin, sage ich jetzt nicht Papa. Und dann bestelle ich auch keine Melange, weil ich mich so auf diese Diskussion auch gar nicht irgendwie einlassen will. Aber ja, ich glaube, es hat schon auch was damit zu tun, dass man zu unserer Gesellschaft ja auch dazu tendiert, irgendwie, dass man so alles mal so ein bisschen das über den Kamm schert. Und wir sind irgendwie eins und so eine gemeinsame Sprache irgendwie hat. Man sagt ja so, das, was die Österreicher und die Deutschen am meisten trennt, ist die gemeinsame Sprache. Das weiß Gott, ja. So, aber... Ich glaube auch, dass es auch wieder dazu kommen wird, ehrlich gesagt. So. Jetzt waren Sie die Polizistin in Braunschlag. Sie spielen auch in der Verfilmung, in der Cornelia Travnicek-Verfilmung Chucks. Nicht? Vor kurzem hat Ihr Kollege Daniel Sträßer, ein vorzüglicher junger Herr vom Burgtheater, bei der Frau Bergmann Urlaub von einer Hauptrolle erbeten, um eine Hauptrolle im Kino zu spielen. Sie hat ihm den Urlaub gewährt, allerdings für immer. Was würden Sie in so einem Fall tun? Das, glaube ich, kann ich dann erst sagen, wenn das wirklich konkret so ist. Im Moment ist es bei mir, dass ich mich ganz klar für ein Ensembletheater entscheide. Und das heißt für mich, dass ich da an diesem Haus bin. Ich habe sowohl in Düsseldorf als auch jetzt hier die Erfahrung gemacht, dass wenn man das kommuniziert und wenn es eben nicht um so eine wahnsinnig große Strecke geht, dass man da schon die Möglichkeit hat, beides zu machen. So und... Ja, aber jetzt gerade schlägt mein Herz eher dafür, dass ich sage, ich möchte wirklich fest an einem Haus arbeiten. Sie möchten auch hier bleiben? Ja. Und jetzt proben Sie richtig die Schutzbefohlenen von Elfriede Jelinek? Ja. Eine schwere Aufgabe? Ja, finde ich schon. Sie schreibt ja keine Rolle. Man muss ja irgendeinen Text durfluten und durchbluten. Ja. Wie machen Sie das? Also es inszeniert ja der Michael Thalheimer und wir sind 16 Leute. Und
Das ist mehr oder weniger wie ein griechischer Chor. Und dieses Stück handelt ja eben um diese Flüchtlinge, die in der Votivkirche um Asyl gebeten haben. Und dafür ist es eigentlich gar nicht auch so schlecht, weil wir spielen keine Rollen. Also ich kann auch keinen Flüchtling spielen, das möchte ich auch überhaupt nicht. Und sie gibt ja diesen Menschen und diesem Thema ein, also wir sind wie so ein Sprachrohr für dieses Thema. Und dadurch finde ich es ganz befreiend eigentlich, dass man sich nicht mit irgendeiner Rolle oder einer Idee zu einem Charakter auseinandersetzt. Ist das nicht unergiebig, ein Sprachrohr zu sein? So ein Sprachrohr ist zwar laut, aber es ist auch eher starr und rund, nicht? Hat es ja die Herausforderung, dass es genau das nicht wird. Ja, nein, ich finde es also gerade mit dem Thema sehr befreiend, dass man, weil das dadurch so eine Künstlichkeit bekommt im positiven Sinn und man sich da ja ganz dem Text und dem Thema irgendwie unterwirft. Haben Sie sofort mit dem Schauspielstudium begonnen nach der Matura? Ja. Das war eine klare Sache, dass es dorthin gehen soll? Ja, aber dass es so schnell passiert, war nicht, also nicht vorauszusehen. Es gibt ja auch so Leute, die 2-3 Jahre vorsprechen. Bei mir war ich hatte mein Vorsprechen, glaube ich, so 2 Wochen nach der Matura. Und ja? Das, Sie waren am Reinhardt-Seminar, genau, gell? Ja. Ja, die sind auch stolz auf Sie, Frau Direktor. Die Eltern, haben Sie da immer unterstützt oder haben die Sorgen? Nein, immer. Es war immer ganz klar, so dass wir das, meine Schwester und ich, sehr viel Raum und Vertrauen dafür bekommen, was wir machen und was nach was wir suchen und was für uns richtig ist. Was macht denn die Schwester? Meine Schwester arbeitet bei Morava. Ah ja. So gleich hier in der Nähe. Ach so, hier ist ja, was ist ja ein Lager oder sowas, ein Expedit oder so. Ja. Was lesen Sie denn gern? Oder jetzt gerade? Jetzt gerade Jelinek. Ich finde es immer ganz schwierig, so im Proben durch mir total schwer, noch andere Sachen zu lesen. Ja, mein Lieblingsautor ist Milan Kundera. Warum? Weil der so eine tolle Suffisanz hat und so eine Ironie. Und ich liebe das einfach so sehr, wenn ja mit Humor auch was Trauriges erzählt wird. Das erreicht mich dann einfach mehr. Und diese kleinen Geschichten von kleinen Menschen, die aber dann so groß werden und fantastisch, das finde ich bei ihm so schön. Hast du einen Lieblingsautor? Ach Gott, ich habe so viele Lieblingsautorinnen und Autoren in meinem Leben schon, aber ich könnte es direkt, also den Leo Berutz, der fällt mir jetzt schnell ein. Also den mag ich eigentlich sehr gern, weil der Leo Berutz so ein unglaublich spannender, gut recherchierender Autor ist. Obwohl er ja im Fantasy, im sogenannten Fantasy. Für mich ist das eben nicht wirklich im Fantasy, sondern er ist eigentlich, also für mich als historischer Romancier war unheimlich interessant. Er hat wirklich gut recherchiert. Na klar. Weil es gibt ja viele, sagen wir, die Wanderhure zum Beispiel ist kein wirklich gescheiter historischer Roman, sondern das ist eine Fantasy-Geschichte, die hineingepickt ist in irgendeine Zeit. Da gefällt mir der Berus zum Beispiel besser. Na, war wesentlich. Jetzt freuen wir uns auf den Gustav Peich. Unbedingt. Ihr macht aber weiter mit, bitte, am Gespräch. Wir bleiben da. Meine Damen und Herren, dass es ein Leben ohne den Karikaturisten Hieronymus geben kann, das scheint generationenübergreifend unvorstellbar. 60 Jahre lang hat der Architekt Gustav Peichl in der Presse die Innenpolitik abgebildet. Jetzt ist er zurückgetreten, denn nach Fiegel, Raab, Kreisky, sogar nach Wranitzky und sogar nach Schüssel sind ihm die Gesichter ausgegangen. Das, was aktuelle Politiker da über der Halsregion tragen, das fordert ihn maximal, jedenfalls nicht zur Abbildung heraus. Mit dem Prachtband Das Wunder Österreichs nimmt er Abschied aus dem Genre. Ein Porträt zu Beginn. Seine Zeichnungen erzählen die politische Geschichte Österreichs. Mit scharfer Feder porträtierte er insbesondere die Kanzler, Minister und Präsidenten der Zweiten Republik. Bruno Kreisky, Julius Raab und Wolfgang Schüssel zählten dabei zu seinen Lieblingen. Für viele unvorstellbar, aber auch Hieronymus hat irgendwann genug. Faymann, Mitterlehner und Co. bleiben zukünftig verschont. Denn nach über 8000 Karikaturen zeichnet er nicht mehr. Als Abschied erschien der Band Das Wunder Österreich. Darin finden sich Gustav Peichls bedeutendste Zeichnungen der letzten 60 Jahre, persönliche Anekdoten und historische Hintergründe. Trotzdem ist das nur ein kleiner Auszug seines Gesamtwerks. Denn auch als Architekt hat Gustav Peichl viel erreicht. So übernahm er nicht nur die Leitung der Meisterschule für Architektur an der Wiener Akademie der Bildenden Künste, sondern er baute unter anderem zahlreiche ORF-Landesstudios und das Karikaturmuseum in Krems. Wir sind davon überzeugt, auch im Ruhestand noch einiges von ihm hören und sehen zu dürfen. Und freuen uns über seinen Besuch. Herzlich willkommen, Gustav Peichl.
Herr Professor, welche Freude, welche Ehre, Sie hier zu haben. Womit darf ich Sie denn erfreuen? Möchten Sie einen Rotwein oder einen Rivella? Also, wenn der Rotwein gut ist, nehme ich den Rotwein. Der Rotwein ist in Ordnung. Der in Ordnung ist zu wenig, er muss gut sein. Darf ich Sie bitten, weil das auch die Sendung belebt, wenn er nicht gut ist, würden Sie ihn vor der Kamera ausspeien allenfalls? Das glaube ich nicht. Aber es wäre auch einmal was Neues, nicht? Bitte schön, darf ich Ihnen ihn so hinüberreichen? Was ist das für ein Rotwein? Was haben wir da? St. Laurent. Blaufränkisch. Na, Blaufränkisch ist gut. Ja. Wenn es ein Blaufränkischer ist. Ja. Lieber Herr Professor, Sie haben den Hieronymus nach 60 Jahren aus dem Verkehr gezogen. Warum haben Sie denn das gemacht? Also aus dem Verkehr gezogen, gefällt mir nicht fürs Ende vom Hieronymus, aber es macht nichts. Was haben Sie gemacht? Haben Sie ihn ermordet oder wie darf ich es formulieren? Was, in welcher Sendung bin ich da? Sag, hab schon wieder Mord? Na ja, Krimi haben wir immer. Ja gut, bitte. Nein, schau, ich habe ganz große Augenprobleme. Makula, sagen die Mediziner dazu, kann man nichts mehr machen. Und es wird immer schlechter und schlechter. Und ich hatte viel Mühe zum Zeichnen. Und ich will nichts machen, wo ich Mühe habe dabei. Bisher habe ich Freude gehabt und es war sinnlich alles bestens. Aber warum soll ich mich mühen? Und habe also Schluss gemacht, 60 Jahre für die größte österreichische Tageszeitung. Na, größte natürlich, nicht, aber beste. Ja. Ja, gut, ja. 60 Jahre gezeichnet. Ja, nur das Problem ist, wenn Sie schlecht sehen, zeichnen Sie immer noch besser als andere im Vollbesitz Ihres Augenlichtes. Wenn es ein Lob ist, bin ich dankbar dafür, weil für Lob bin ich unbegrenzt aufnahmefähig. Nehmen Sie es als Lob. Ah, gut, danke. Gut. Ja, aber außerdem haben Sie mir gesagt, das zweite Problem ist, dass die Leute keine Gesichter mehr haben. Was? Ich nehme der letzte, war der Schindelecker, der wenigstens noch eine Nase hatte, wenn auch schon richtig. Ja, nicht der Schindelecker, der Spindelecker. Der Schindelecker hat ja auch eine Nase. Der Spindelecker, das ist ja der Schindelecker, nicht? Na, ich hab's auch mit den Nasen. Ich hab Nasen sehr gern. Naja, wer nicht? Ich mein, das weiß ich nicht, aber wie auch sogar bei Frauen habe ich Nasen gern. Ich weiß nicht, warum das so ist. Naja, ich möchte auch keine Frau ohne Nasen, ehrlich gesagt. Das war. Aber, ja, also, aber bitte, das ist jetzt nicht diskriminierend gemeint. Vielleicht gibt's. Aber wie ist denn das, mit dem Gesichtsverlust der Politiker? Da haben wir ja schon mal geredet darüber. Ja, naja, es ist ja so. Ein Politiker muss ein Gesicht haben. Ja. Wenn er kein Gesicht hat, ist er kein Politiker. Ja. Und daher habe ich gezeichnet nur Politiker mit Gesicht. Kennt man ja wahrscheinlich alles. Kreisky, brauche ich ja nichts erklären, von wem Gesicht. Aber auch der Julius Raab und der Fiedl, ja, die haben alle Gesichter gehabt. Was fange ich heute mit einem Beimann an? Ich meine es nicht unangenehm. Mit Feimann, bitte. Feimann. Das war jetzt die Retourkutschen für einen Schindelecker. Ja, gut. Ja, ist richtig, ja. Warum gibt es denn eigentlich diesen Typus des Vollblutpolitikers nicht mehr? Ich meine, in aller Bösartigkeit, der Haider war vielleicht sowas noch. Aber auch nicht einmal das gibt es mehr, sondern nur mehr seltsame Hybride. Sicher ein Homo politicus, obwohl ich den wenig gezeichnet habe, weil ich immer Angst gehabt habe, wenn man den zeichnet, den Haider nämlich, ja, den Jörg Haider, dann wird er noch populärer. Schau, den Jörg Haider haben alle Titelblätter gemacht. Nochmal, also mit nacktem Oberkörper, alles, was es gibt. Und das wollte ich nicht, daher habe ich ihn selten gezeichnet. Aber Gesicht hat er auch keins gehabt. Lieber Herr Professor, haben Sie oder würden Sie jemals den Propheten Mohammed zeichnen? Nein, habe ich nicht und würde ich nicht. Warum nicht? Also, weil ich glaube, so eine interessante politische Persönlichkeit ist er ja nicht. War er nicht. Und außerdem finde ich es ja ganz blöd, dass alle jetzt den Islam verdächtigen und pauschal. Ihr habt es eh schon kurz darüber diskutiert, höre ich. Das ist auch verkehrt. Natürlich muss der Karikaturist jene scharf negativ zeichnen, die Freiheit einschränken wollen, ob das die Pressefreiheit ist oder die Freiheit für den Karikaturisten oder die Freiheit überhaupt. Aber trotzdem darf man nicht, so glaube ich, dass alles auf die Islamisten, auf den Islam schieben jetzt. Das wäre falsch.
weil es ja auch nicht stimmt. Es ist eine kleine Minderheit von wahrscheinlich Mördern, darf ich jetzt sagen. Und ja, das ist halt die Gesellschaft von heute. Gibt es irgendwas, was Satire nicht darf? Darf Satire zum Beispiel einen Menschen persönlich schwer kränken oder traumatisieren? Oder also erstens muss man sagen, darf oder muss sogar Satire alles können? Das ist nur die Frage, die Definition. Was ist Satire? Die Satire bleibt ja nicht nur bei den Karikaturisten. Wie ich überhaupt glaube, dass der Anschlag in Paris nicht auf die Karikaturisten gegangen ist, sondern auf die Freiheit überhaupt. Und persönlich glaube ich, ich habe das nie gemacht, sollte man nie als Karikaturist so hart, so unangenehm, so ordinär jemanden angreifen, weil der auf alle Fälle sich in seiner Ehre beleidigt vorkommen kann. Das ist klar. Außerdem ist es ja so, haben die immer wieder erklärt, man soll unseren Mohammed, unseren Gott, nicht zeichnen oder nicht darstellen. Das haben die immer wieder erklärt, in Zeitungen, Presse und so. Und dass die das da trotzdem gemacht haben in Paris bei der Satirezeitung, war nicht in Ordnung. War das nicht in Ordnung, liebe Frau Reinsberger? Weil es Provokation war. Ja, mei, aber Satire ja, ist aber ja eben Provokation. Nein. Die Satire kann auch humorvoll jemanden treffen, entlarven, etwas entdecken, etwas sichtbar machen. Da muss man nicht die unangenehme, ausgesprochen schlimme Art der Zeichnung wählen. Wir haben ja aus meiner Vergangenheit, pardon, ihr nichts, du warst ja nicht auf der Welt, aber nehmen Sie den Stürmer an. Ja. Der Stürmer in der Nazi-Zeit hat ganz bewusst unangenehm und fürchterlich die Juden dargestellt. Ja, das scheißliche jüdische Amt ist auf eine grausige, widerwärtige Art so dargestellt. Kann man denn das mit den Stürmern, mit den Leuten in Paris vergleichen? Naja, ich fand das spannend, was Sie gesagt haben, dass es vielleicht eben, dass der Angriff gar nicht jetzt konkret aufgrund von diesen Zeichnungen und so war, sondern noch natürlich ein viel größeres Ausmaß und so hat. Aber erstmal fand ich es von außen her furchtbar, dass man denkt, okay, das ist eine künstlerische Freiheit, die man hat, auch wenn steht, der darf nicht abgebildet werden, in welcher Form auch immer das dann passiert ist und man das Gefühl hat, das ist so ein Racheakt, der dann aufgrund dessen passiert. Aber eben, es ging um noch sehr, sehr viel mehr und sieht man ja auch jetzt, wie viel weitere Kreise es war ja bekannt. Zieht. Dass die das nicht wollen, die sage ich jetzt einmal in der Masse. Naja. Und daher, ja. Oder? Das nächste Mal sagt ein Diktator, ich will nicht, dass man mich zeichnet. Nicht? Ach, der Diktator, wenn er gescheit ist, will ja, dass man ihm zeichnet. Haben wir in Nordkorea gerade das Gegenteil erfahren? Naja, gut. Ich glaube, grundsätzlich ist es ja sicher so, und da sind wir ja alle einer Meinung, dass egal, ob das jetzt gute oder schlechte Zeichnungen waren, die Reaktion darauf war natürlich unglaublich und eine unglaubliche Sauerei, gar keine Frage. Ich glaube auch, dass das Leute sind, und da stimme ich dem Herrn Professor zu, dass das Leute sind, die auch nicht, das sind auch nicht wahnsinnig gebildete Menschen des Islam gewesen, sondern das waren in Wirklichkeit verhetzte junge Fanatiker. Man muss auch, glaube ich, das hier irgendwie einmal in der richtigen Relation auch sehen. Und das wird es auch, und da muss man auch sagen, da kann auch die Innenministerin jetzt noch 40.000 Hubschrauber kaufen und 20 Panzer für die Polizei. Das wird man so nicht verhindern können. Es wird immer wieder Fanatiker geben, die derartige Dinge tun und irgendwelche Rechtfertigungen dafür finden, dass sie es tun. Wurden nicht jahrhundertelang Geschändete, Geblendete, Ausgegrenzte, Heruntergetretene, von Shakespeare bis Brecht bis Anouilh und dargestellt, war das dekadent? Oder geht es heute nicht mehr? Das ist wirklich eine Frage, die wir uns gerade auch in Proben stellen, weil ich natürlich sage, klar, wenn ich jetzt Richard III spielen würde, so würde ich, hätte ich jetzt nicht so ein großes Problem damit, weil ich irgendwie denke, ja, das ist eine Geschichte, das ist eine Figur, die eine Entwicklung erlebt, aber bei diesem Jelinek-Text ist es, finde ich, schwieriger, es ist nicht so einfach. Und man steht dann in diesem Burgtheater, 16 Burgschauspieler,
Und wir würden natürlich, nee, das ist auch überhaupt nicht der Ansatz von dem Regisseur, so, weil es sowieso eine, ja schon dieser Text an sich eine Kunstform ist, die über das Thema drüber gelegt wird. Aber ich finde es bei diesen älteren Stücken, älteren Texten, das ist, ich habe ja dazu eine andere Distanz. Ich kann mich da leichter irgendwie reinwerfen. Ich bedanke mich, das lassen wir jetzt vorläufig, weil ich muss jetzt abmoderieren. Ich danke. Schön war's, danke. Danke. Ein paar Neuigkeiten aus der Welt der Literatur noch und dann mein persönlicher Literaturtipp. Das dunkle Kapitel in Martin Suters Leben. Immer wieder kritisiert Martin Suter die Fantasielöhne für Topmanager in der Bankenwelt. Sein Eindruck sei, dass auch nach 2008 alles so weitergehe wie bisher. Suter war, bevor er Schriftsteller wurde, in der Werbebranche tätig und arbeitete mitunter selbst für das Bankenwesen. Für die Schweizer Volksbank schrieb er einmal den Slogan: Lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten. Sie arbeiten schließlich auch für Ihr Geld. Ich habe oft gesagt, dass ich mich dafür schäme. Das ist ein zynischer Spruch. Der wurde damals sogar von Max Frisch kritisiert, ohne dass er wusste, wer sich dahinter verbarg. Er selbst sei Max Frisch später nur einmal begegnet, als er noch kein Schriftsteller war, sondern noch eine Werbeagentur geleitet hat. Frisch hat zum Glück nicht gewusst, dass ich es war, der damals diesen Slogan geschrieben hat. Ich konnte ihm auch nie gestehen, dass ich diesen Spruch ausgeheckt hatte, gesteht Suter. Meine Tochter Anne Frank. 70 Jahre nach der Ermordung Anne Franks verfilmt die ARD erstmals in Deutschland die Geschichte des jüdischen Mädchens. Das Projekt entstand nicht ohne Schwierigkeiten. Anne Franks Geschichte wurde zwar an die 20 Mal verfilmt, allerdings noch nie in Deutschland. Ein Projekt der Anne-Frank-Stiftung mit dem ZDF wurde verworfen, nachdem es Streitigkeiten mit den Erben gab. Der von Otto Frank gegründete Anne-Frank-Fonds warf dem Sender Respektlosigkeit vor. Zwischen Fonds und Stiftung herrscht seit Jahren Uneinigkeit. Meine Tochter Anne Frank wird aus der Perspektive des Vaters geschildert, der überlebte und das Buch einem niederländischen Verlag übergab, der es 1947 veröffentlichte. Der Film arbeitet mit dokumentarischen Elementen und Spielszenen, die sich eng an die Vorlage des berühmten Tagebuchs halten. Der Film soll bis Ende des Jahres in die Kinos kommen. Literasee Wortfestival. Österreich darf sich über ein neues Literaturfestival freuen. Von 24. bis 26. April findet heuer erstmals das Literasee Wortfestival im schönen Ausseerland statt. Was viele nicht wissen, Bad Aussee hat eine lange literarische Tradition. Schon 1920 gründete die Frauenrechtsaktivistin Genia Schwarzwald ein Hotel am Grundlsee, in dem künstlerisches Schaffen gefördert wurde. Das hat sich jetzt auch das Gesund- und Naturhotel Die Wasnerin zur Aufgabe gemacht. Gemeinsam mit den Ausseer Salzwelten wird es zum Austragungsort zahlreicher Lesungen von nationalen wie auch internationalen Autoren. Mit dabei sind unter anderem Arno Geiger, die aus Georgien stammende Nino Haratischvili und der schottische Erfolgsschriftsteller John Burnside. Als besonderes Festival-Highlight liest Doris Knecht direkt am unterirdischen Salzsee aus ihrem neuen Roman Wald. Wer also noch nichts vorhat, Sachen packen und ab ins Ausseerland. Damit sind wir nun schon wieder fast am Ende unserer Sendung eingetroffen. Ich schulde Ihnen noch meinen persönlichen Literaturtipp abseits des Neuerscheinungsgetöses. Jura Seufer war einer der großen österreichischen Lyriker und Dramatiker. Aus dem Genre des Kabarettistischen hat er bewegende Literatur des sozialen Mitleidens und der Zuversicht geschaffen. Er wurde im Konzentrationslager Buchenwald umgebracht. Die Jura Seufer Gesellschaft hat sein weitgehend vergriffenes Werk in 4 Bänden ediert. Für welchen immer Sie sich entscheiden, es lohnt sich. Zu Jura Seufer meine Quizfrage. Fritz Schindlecker hat mit einer österreichischen, nach einem Insekt benannten Politrock-Gruppe der 70er Jahre zusammengearbeitet. Berühmt wurde diese Gruppe außer für die Proletenpassion auch für ihre Vertonungen von Gedichten Jura Seufers. Wie hieß diese Gruppe? Unter den richtigen Einsendern verlosen wir einen signierten Druck des Porträts, das Oskar Stocker von Schindlecker gefertigt hat. Und das war's. Kommen Sie wieder, bleiben Sie Leser. Ich danke euch schön, das war ja wunderbar. Danke. Bitte ein bisschen noch sitzen bleiben, Fotograf kommt. Fotografin. Das ist so ein...
die Heismis ist für mich sozusagen die Himmelmutter in Person. Das ist die literarische Analyse.